Jo Leute, nach ein bisschen längerer Pause geht's endlich hier weiter auf unserem Kanal. Ich freue mich extrem, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert doch gerne. Vielen Dank, es sind auch viele Abos dazugekommen. Wir sind natürlich diese Woche in der Hotlab unterwegs in Le Castellet hier am Circuit de Paul Ricard in Frankreich. Und hier haben wir die wunderschöne Strecke. Eigentlich anfangs nur Teststrecke geplant, aber jetzt auch seit 2018 in der Formel 1. Ich bin einfach immer wieder, ich finde die Strecke so perfekt, sie ist echt gut gelungen und auch mit diesen rot-blauen Farben. Die meisten Wins hier aus aktueller Fahrersicht hat Hamilton, aber natürlich der ungeschlagene generell Frankreich-King ist Michael Schumacher. Der hat 8-mal den Frankreich-Grand Prix gewonnen. 5842 Meter ist eine Runde lang und da gibt es auch so viele verschiedene Variationen von diesem Grand Prix, also von dieser Grand Prix-Strecke. 15 Kurven, 9 rechts und 7 links und ja, Sadala und Runden sind heute nur, weil es halt nicht so eine lange Strecke ist, 53 Runden zu absolvieren. Wird trotzdem ein mega spannendes Rennen. Ja, wir werden natürlich auch aufs Qualifying eingehen und auf meine Prediction. Später kommt dann auch noch das Rennen und morgen hoffentlich ein interessanter Recap. 5842 Meter, zwei DS-Zonen und so sieht die Strecke aus. Eigentlich sehr lang und schaut sehr wenig Kurven aus. Aber ja, das wird heute ziemlich spannend werden. Los geht's hier, Anfahrt, letzte Kurve, da sind auch ein paar rausgekommen in den Trainings, überhaupt viele Fehler, hier hat es auch ein paar weggedreht, Tsunoda, ich glaube auch ein Haas war dabei und so weiter, dann geht's hier in die erste DS-Zone, rauf, lang fahren, ab hier geht's dann heute im Rennen los, hier haben wir Start und Ziel, das ist der Circuit de Paul Ricard, meine Hotlap zu dem großen Preis, gestern Mega Qualifying, da werden wir später auch noch drauf eingehen, erste Kurve ist schon eine sehr tricky Stelle, ich finde schon fast eine Mutkurve, weil du echt, der Scheitel ist so verdammt wichtig in dieser Kurve und wenn du den genau hier ab der Mitte, wenn du den Scheitel gut triffst, kommst du auch perfekt raus und das ist echt ziemlich tricky und dann kommt hier ein Kurvenwucht von Kurve 3, 4 und 5, die harmonieren ineinander, ja, hier musst du halt auch aufpassen, trotzdem hier innen bleiben, dann ein bisschen den Körper und ganz innen am Körper anfahren und dann, zack, das ist auch so eine fast eine Haarnadelkurve, würde ich sagen. Und dann Kurve 6 und 7. Da hat es gestern auch viele Track Limits gegeben. Da kannst du auch viel Schwung mit rausnehmen. Überhaupt, wenn du hier einen guten Exit hast, kannst du hier, wie auch hier, noch weiter raus und noch viel mehr Schwung mit rausnehmen. Das haben viele Fahrer gemacht, um dann halt für diese extrem lange Geraden, auch DRS hier natürlich, um diese extrem lange Geraden hier dann Schwung mitzunehmen. Das wird heute auch ein guter Spot werden, um Überholmanöver hier am Ende der Geraden zu sehen, dann in diese 8er, 9er Kurvenkombination. Früher ist man die komplett durchgefahren, jetzt leider nicht mehr, also ich meine, das würde auch sehr an Motor gehen, aber trotzdem, das ist natürlich eine Mega-Strecke, also die Strecke gut geplant und auch gut gedacht, also muss man echt sagen, da gibt es nicht viel, was falsch ist. Die 10er Kurve auch sehr spannend, also eine schnelle Rechtskurve, da musst du aber auch, die 11er sehr tricky, weil die ist fast, ja ich würde sagen fast 180 Grad, fährst du einmal in so einen Bogen, ist fast wie Spoon in Japan, nur andersrum, also ja genau offen, da fährst du oben hin, so fährst du offen. 12, sehr heikle Kurve, weil hier wird das Heck ganz leicht und dann der Exit natürlich, aber das Heck wird echt leicht, da kannst du dich verdammt leicht wegdrehen. 13 nur dieser Knick und dann kommt 14. Da hat es auch ein paar Fehler gegeben im Training. Da musst du auch eher am Körper innen, also an den Körper entlang fahren, dass du dann halt gut für die 15er Kurve gewappnet bist, die hier sehr wichtig ist. Viel Schwung mit rausnehmen und das war die Hotlap schon. Eine ziemlich, ich will nicht sagen simple Strecke, aber ich finde, die kann man meistern. Die Strecke ist spaßig. Natürlich hier noch auf Start und Ziel DS. Eine mega Runde. Und auch einen mega Qualifying gestern. Zuerst dachte man, Red Bull ist klar Favorit. In Q2 mit den Gelben dachte man, wow, Mercedes hat sie geschlagen. Und dann kam, ja, Max Verstappen in Q3 wieder zurück. Und hat dann mit 2 Zehntel Vorsprung vor Hamilton. Einfach mal und vor Bottas. Bottas auch wieder back. Freut mich natürlich für ihn, dass er sich endlich mal wieder in den Top 3 qualifizieren konnte. Weil ich hoffe auch, dass der vielleicht heute sogar irgendwie, wenn Verstappen und Hamilton aneinander geraten, dass Bottas da ein bisschen Glück hat und vorbeikommt. Dahinter auch Perez, mega stark, konnte zwar nicht mithalten, aber ordentlich mit dabei. Ja, erwähnenswert, dass auch Ferrari ein bisschen zu den Anschluss verloren hat, mit fast einer Sekunde Rückstand, Leclerc noch schlechter. Norris auch, die McLaren konnten nicht mithalten, auch erwähnenswert natürlich Fernando auf 9, aber ja, auch Mick
ins Q2 geschafft, aber dann leider in Q1 noch abgeflogen. Stroll nicht mal, Stroll echt sehr enttäuscht mit 2 Minuten 12, nicht mal die 107, doch die 107% ist er drin, aber zu Not auch abgeflogen in Q1. Vettel auch auf 12, mega stark, kann man nicht anders sagen, auch die Alpine haben sich mega stark gezeigt, ja, ist auch ihr Heimwochenende. Was meint ihr, wer wird das reingewinnen? Ich sag, klarer Tipp, ich würde Bottas gönnen, aber sag, das wird ein harter Fight zwischen Hamilton und Verstappen. Abonniert den Channel gerne, ich sag, das Ganze gewinnt Verstappen vor Hamilton und dahinter kommt, ja, Bottas ins Ziel. So wie sie fahren, fahren sie. Abonniert den Channel gerne, schaut gerne auf Instagram, TikTok vorbei, auch für eine Rennanalyse und so weiter. Morgen kommt das Recap und später das Rennen. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken. Nächste Woche geht's direkt nach Österreich und zu meinem Heimbruder. Ciao.